Deutschland, Industriefilmland. Einst gingen die Menschen millionenfach ins Kino, um sich an der Leistungsschau der modernen Wirtschaft zu erbauen. Industriefilme sind aufschlussreich, bildend und erschließen Einblicke in Produktionsvorgänge, die sonst dem Laien immer ein Buch mit 7 Siegeln bleiben würden. Selten zuvor gelang es besser, die Zusammenhänge zwischen Wissenschaft und industrieller Praxis einem breiten Publikum deutlich zu machen. 1968 ruft der Bundesminister für Wirtschaft, Karl Schiller, den Deutschen Industriefilmpreis ins Leben. Das trägt der Bedeutung der Industrie und dieser Kunstform Rechnung. Die Industriefilme erzählen vom technischen Fortschritt, der auch vor dem Genre selbst nicht Halt macht. 1974 setzten die Gerätehersteller auf die Elektronik, das Mini-Format und auf eine neue Form der Teamarbeit. Ganz neue Branchen, Märkte und wirtschaftliche Zusammenhänge rücken ins Blickfeld. Die neuesten Konjunkturdaten signalisieren Optimismus. Aus dem Deutschen Industriefilmpreis wird 1980 der Wirtschaftsfilmpreis. Die Themen und Ideen werden immer vielfältiger. Deutschland wächst wieder zusammen und mit dem Land werden die Herausforderungen größer. Der Wirtschaftsfilm erfindet sich mit neuen Techniken und Gestaltungsweisen immer wieder neu. Wir haben viele Branchen ins Auge gefasst. Neue Technologien und neue Märkte, Wirtschaftskrisen und Wirtschaftsverbrechen. Die Wirtschaft wird immer komplexer. Kreativ, kritisch, humorvoll helfen Filme, Wirtschaft zu verstehen. Den Motor, der unser Land am Laufen hält. 50 Jahre Wirtschaftsfilmpreis, das heißt hunderttausende gesichtete Filmminuten, zehntausende Einreichungen, tausende Nominierungen, hunderte Preisträger und 50 feierliche Preisverleihungen.